Viele Casitos und Nikongitos sind Teil unserer Kindheit. Aber welche sind deine Mercedes da hinten? Wir sind Schüler der 11. Klasse der Deutschen Schule in Zaragoza, Lucia, Aroa und Juan. Und werden wir Ihnen ein bisschen mehr über dieses Unternehmen in Zaragoza erzählen. La Casa entstand 1952, als sein Gründer Antonio La Casa in der peruanischen Stadt Jaca ein kleines Lebensmittelgeschäft gründete, in dem er Gemüse und selbstgestellte Schokolade verkaufte. Seine Söhne führten das Familienunternehmen mit dem gleichen Erfolg wie ihr Vater weiter. Dank der Bemühungen und des Engagements ist La Casa nach 4 Generationen eines der bedeutendsten Produktionsunternehmen, das sich den familiären Charakter des Unternehmens bewahrt hat. Chocolate La Casa hat ein großes Auswahl an Produkten. Aufgrund dieser breiten Produktpalette musste La Casa noch einige Produktlinien erstellen, wie zum Beispiel La Casitos, Congitos und Mentolin, die eigene Produkte haben. Die Produkte La Casa sind schon von allen anerkannt, dank ihres unglaublichen und unvergleichlichen Geschmacks. Diese Produkte werden nicht nur in Spanien verkauft, sondern auch überall nach Europa, zum Beispiel nach Italien oder Frankreich exportiert. Obwohl das Unternehmen 1939 aufgrund des Bürgerkriegs von Jaca nach Zaragoza umziehen musste, wurde dort 1955 eine neue Fabrik gebaut. Im Jahr 2010 hatte das Unternehmen bereits Fabriken in Utrecht und Asturien. Wir hoffen, dass Ihnen unser Video gefallen hat und dass es interessant und aufregend war. Vielen Dank für Ihre Zeit.